nonstop Gags in Action gesehen hier. Das ist 30 Tage hier. Nur zu stark, die Chars, unbalanced. Die anderen sind einfach zu krass. Die haben einfach zu starke Fähigkeiten. Die ganzen Effekte, egal ob die Ranges sind oder Midis, die haben einfach zu starke Effekte. Einfach OP. Ja, so ist das hier. Ein Sieg bräuchte und dann ist vorbei. Bin halt ein kleiner Tank, der ein bisschen versucht, hier was zu machen, aber kannst vergessen. Und ich muss halt immer in den Nahkampf rein, weißt du? Schau mal, so viele Flächen, ich muss immer in den Nahkampf rein. Schau mal, ich kann... Was? Wow, wow! Guck mal, was da alles ist. Help! Ich versuch mein Bestes. Ja, same. Da waren drei auf mir, weil dann schon tot waren. Angel ist Roulette-Profi. Einfach süchtig. Was mit dem Puls eigentlich? Das ist immer gleich. Ist das aus? Ist das leer? Ja, ist leer. Schon seit Stunden ist der Puls nicht mehr aktiv, Chat. Er sagt gar nichts. Schluss mal zum Laden hier. So. Machen wir mal dieses Herzteil da komplett aus, bis es geladen ist. Angel kann das erklären mit der Roulette hier. Schurke macht diese Flächen auf dem Boden und diese wirbelroten Kreise macht das Slayer. Beides Nahkämpfer haben Ultra-Range-AOE-Fähigkeiten. Und ich muss halt immer Nahkampf finden. Ich kann da blocken, machen, tun und stunnen, das ist auch mein Job, aber ich überlebe halt auch, aber nicht so krass. Wir sind Lurk auf Arbeit, alles klar. Ich glaube einfach Roulette eingeben, dann steht es glaube ich da, wie es geht. Oder GZ? Hast du einen Dreier geschafft? Ja, nicht geschafft, okay. Deswegen wollte ich auch mal ein paar Chars probieren. Durch so ein Pulsarmband verbunden mit meinem Handy, Bluetooth, dann ist das verbunden mit einer Homepage und dann gibt es mir per OBS so ein Browser-Dings da zum Anzeigen, so ein Browser-Link. Pulsband, Handy, Homepage, Browser-Link. Oh, das ist ein Char, der ich bin, der ist total gut. Aber wieder 3 gegen 1. Schau mal, das ist so einer, der ich bin. Der hat 45, der hat 24k Schaden gemacht, schau mal. Echt? Ein DPS? Später, glaube ich, im Raid gibt es sowas. Hat jemand im Chat erzählt. Da hat das Spiel sowas anscheinend. Vielleicht bei einer koreanischen Version, da gibt es schon die Raids. Ja, genau, eine Ini, genau. Es soll sowas geben. Ich weiß nicht, was das Flackern da bedeutet, aber gut. Schon irgend so einen komischen Effekt, das weiß ich nicht habe. Hallo, lauf doch. Ja, gewonnen hier. Zwar nicht so viel Schaden gemacht, 5k, aber passt. Ich war doch in Solo Dungeons, da war nicht. Ja, wir waren jetzt zusammen am Anfang, das war cool. Jetzt habe ich es geschafft. Würdige Gegner, genau. Genauso scheiße wie ich. So, dann gehen wir mal das mal aus hier. Wo sind denn die Points? Da. Wochenlimit. Kaufen. Let's go. Dann holen wir uns mal so ein Luminous noch. Ist halt ein random Luminous, ne? Ist ja egal. Hauptsache fusionieren. So. Aber die Chance ist, glaube ich, 12,5. Ein Achtel, oder? Oder wie ist das? Achso, muss erst nutzen. Ach, das muss man erstmal alles Thema nutzen hier. Warte. Nee. Wo ist denn das? Das ist eine gute Frage. 12,5%. Einfach YOLO riskieren, was meint ihr? Ich sag ja ein Achtel, genau. Es war vorhin 50, die Hälfte, ein Viertel, ein Achtel. Das hat immer gesunken, runter. Ich kann mir noch 2 bei PvE besorgen. Dann hätte ich 37,5, oder? Aber 37,5 und 12,5, ach, keine Ahnung, leck mich am Arsch, komm, mach einfach. Yes! I was here! Yes! World First habe ich geschafft! Beim Gear Upgraden, bei 75% schaffe ich es nicht, aber hier bei 12% hier. I was here, man. Scheiße, man. Wir brauchen noch einen Rang. Wie? Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir brauchen noch einen Rang, damit du das kriegst, was ich will. Also ich habe gemerkt, ohne PvP-Gear läuft nichts Damage da aushalten. Nein. Ja? Gibt es extra PvP-Gear, ne? Das ist ja dann... Wie komme ich denn... Ich brauche das hier. Nach Erfüllung folgender Bedingungen. Nach Erreichen von Grad 5 erhältlich. Ich habe welchen Grad? 1, 2, 3, 4... Also wegen den 4 Sternen, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 5 Sterne. Achso, das wird danach dann so sein. Okay, stimmt. Vorher, nachher. Scheiße, ich brauche eigentlich 5 hier. Also wir können trotzdem mal kurz was rumspielen, denn wir haben 35... Hatte ich eben nicht gerade mehr? Hat es wieder die Punkte weggenommen, das neue Ding? Warte mal. Habe ich die Punkte nicht mehr oder was? Doch, Schicksalspunkte 7. Aber wenn ich jetzt 7 Schicksalspunkte dazu bekommen habe, warum habe ich weniger als vorher? Du musst noch 9 Stück haben. Sie gegenseitig hochpushen, bis einer auch 4 ist oder so ähnlich. Kann ich nicht einfach 5 oder 6 Rang 1 reintun? Erstmal sind einfach 80k pro Taschen. Ja, es ist okay. Ist nicht viel, ist nicht wenig, ist okay. Waffen tauschen. Ich probiere mal einfach mal als Gaudi 1 gegen 1 und da müssen wir mit PvE anfangen. Damit wir fertig werden. Also, ich werde ja nicht fertig hier. Erstmal 2 pro Versuch. Ich könnte noch die 2 aus dem PvE holen und dann testen. Aber was krass war am Anfang, 2x50% und es ist nicht, also es hat nicht geklappt. Ne? Am Anfang habe ich mehrfach von 50% auf 50% Chance probiert, aber es hat nicht geklappt.
Kann man sich nicht vorstellen. Mein 1 gegen 1, okay, mal schauen. Bin ich immer gespannt, wie das so ist. Okay, let's go. 1. 2. 3. 4. Machen wir offensiv mal hier, komm. Mage. Unverwundbarkeit, imagine, was geht. Ich kann nichts nutzen. Bin. Verreck! Das ist spaßig, das ist geil. Kontrolliert, du schaust, du machst Stein, Schere, Papier. Auch wenn die Scheiße war, mich normalerweise easy hätte töten können, aber das ist geil. Das ist geil. Der Beste hier. Das ist cool. 1 gegen 1 Liebe. Geil. Elementarist, ultra. Ultra stark. Klar. Ultra stark. Ist glaube ich, mit die stärkste DPS-Klasse. Mit dem Slayer und, ja, weiß nicht, was noch oben ist. Also, wenn die nur ansatzweise mal ein bisschen spielen können. Also meine ist auch gut, wenn du spielen kannst. Aber bei mir musst du halt auf CT spielen, auf Überleben spielen. Also meine ist auch gut, aber ich habe auf 3 gegen 3 mal auf die Fresse bekommen. Also meine Klasse ist gut, ich nicht, aber die anderen Klasse sind halt besser. Oh, ist ja gut. Ich hab scheiße. Wo ist sie? Da ist sie. Scheiße. Ich krieg keine Energie, ich komm nicht mehr raus hier. Hallo? Jetzt da war. Das ist geil. Irgendwann mal ein bisschen drauf spezialisieren, ein bisschen üben. Jetzt ist es nur so kurz testen. Das ist cool. Ja, du brauchst ja später in höheren Dungeons oder Raids brauchst du Tank. So aktuell brauchst du nicht. So unbedingt. Aber der Main-Content ist ja hier eigentlich... Also bei mir jetzt ist alleine spielen so, ne? Hält mich einfach mal dem scheißegal, meine RP hin oder her. Braucht jetzt eh nicht. Genau, ein bisschen Samen hier und fertig. Hier, bitteschön. Gönn dir. Deswegen, also, ich glaube, der beste Charm ist den du halt im Solo-Game spielen kannst. Ja, verstehe ich aber Syntoras, ne? Verstehe ich, ohne Witz. Ich sehe, wie viel Damage die machen und die können schneller grinden, so ein Slayer. Schafft in einer halben Stunde, in diesem einen Reden, 30% in einer halben Stunde vom Level und ich mache in einer Stunde 14,4. Und hat Spaß gemacht, war geil. Hat Spaß gemacht. Beide halt schlecht im PvP bestimmt. Aber cool. Oh, das haben wir doch vorher geübt, oder? Wie war das? Was ist denn hier? Da ist doch gar nichts. Ist hier irgendwas? Ist doch nichts, oder? Was war denn das? Ich hab mein Jump hat nicht funktioniert. Genau. Aber die ganzen Inseln sind irgendwie leer. Bis jetzt alle Inseln leer. Habt ihr gesehen? Wie krass. Gut, das ist egal. Hier kann ich runtergehen. Was habe ich eigentlich von diesen durch diese Portale fliegen? Hä? Du bleibst halt an jeder Scheiße hängen manchmal hier. Weiß auch nicht. Irgendwas sagt er doch beim Einsammeln bestimmt. Genau, mache ich ja. Welche Insel ist jetzt cool hier noch? Ich check das nicht. Hier da vorne ist nichts. Da ist auch nichts. Okay. Achso, da waren wir schon, ne? Da gibt's bestimmt so eine Route hier. Vielleicht sammeln die einfach ein, die Viecher da. Scheißegal. So. Ja, wie jetzt? Ich wollte runterspringen. Wo sind die denn, diese Teile? Keine Ahnung, das sieht ihr nicht. Das sind gar keine. Ja, okay. Ja genau. Wohnmagen kriegst du auf jeden Fall. Ich muss schauen, vielleicht kann ich das Haus ja schon upgraden. Ich habe letztes schon 70 gehabt. So, mal kurz hier ernten. Ich glaube, die AP haben wir noch. Machen wir das unterste. Das scheint immer das Bessere zu sein. Wegen Grün und so. Welche epische Rüstung lohnt sich? Läuft es nicht später hinaus auf irgendein Set? Also ich habe bis jetzt immer nur die Rüstung getragen, die ich bekomme von der Wachstumsquest. Ich hatte jetzt noch keine... Vielen Dank für das Abo. Vielen Dank, wie lieb von dir. Witzart, auch noch reingesappt. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Support, für die Unterstützung. Danke, dass du da bist. Danke für das Abo. Sehr, sehr geiler Support hier. Dankeschön, lass dich knuddeln. Vielleicht doch quetschen, wie du möchtest. Dankeschön. Ehre. Danke dir. Einfach ultra geil. Wie war das mal mit diesen Wohnmarken? Aufwärmen. Doch, ich kann ja jetzt schauen. Oder kann ich nicht? Wo ist das Haus? Doch, ich kann. Kostet 50.000 sogar. Boah. Egal, aufwerten. Dafür habe ich sie gesammelt. 6 Stunden. Speicher 150.000. Ja, boah. Wofür habe ich das Geld denn? Rein da. Dann möchte ich mal... Wieso habe ich jetzt... Ich verstehe die Punkte hier nicht. Hatte ich vorher nicht mehr? So. Ich glaube, PvP ist jetzt okay. Da haben wir jetzt genug gemacht. Ich kann die Rüstung nicht tragen. Ich müsste ein bisschen PvE machen. Wir brauchen eine Rüstung, die wir tauschen können. Wir brauchen eine Brust gelb von Schicksal. Müssen wir tauschen. Damit wir die Punkte behalten können. Weil ich verliere 4 Punkte dadurch. Aber ich kann ja eigentlich... Warte mal. Ich vielleicht umbauen, dann geht's. Sekunde. Welche Taste ist denn das? Mensch, so viele Tasten immer. Ja, schon. Aber warte mal. Ich nehme das mal raus. Tu das raus. Tu das da rein. Ach so, das geht nicht. Ja gut, deswegen hätte ich ja schon längst umgebaut. Ja, okay, das geht nicht. Scheiße. Ich kann in das Schild nicht die Vierer reintun. Ich bräuchte halt noch 4 von denen. Das ist Konto, Schicksal, Konto. Mal schauen, vielleicht müssen wir einen kaputt machen. Ah, hier ist ja noch ein Dreier. Rundstand 3, okay. Max, aufwerten.
Wie viel Prozent? Ist kaputt drauf. Ist da, ich habe nur 4, okay. Wieso hast du die Nebenwaffe und nicht vom Ritter? Die habe ich bekommen. Was macht das mehr Sinn? Wegen den 6 Sockeln hier. Ich brauche eine mit 6 Sockeln, damit ich meine Punkte kriege. Also das ist der einzige Grund gewesen. Kann ich jetzt? Jetzt habe ich da 4. Also ich habe diese Nebenhand oder... Ich habe die Nebenhand bekommen von der Quest. Und ich brauche die, damit ich die Punkte habe. Ohne die kann ich momentan nicht die Punkte erreichen, die ich benötige. Also ich habe bei mir mein Bild, aber andere weiß ich halt nicht. Ich weiß nur für meinen Warlord. Also ich brauche halt eine mit... Was hat denn diese und nicht vom Ritter? Was hat denn diese Nebenhand vom Ritter an sich? Wenn ich jetzt hier tausche, mal kurz tauschen, zack. Ein Punkt fehlt hier. 15 Skillpunkte hat die vom Ritter. 36, 4. Ich brauche noch einen Vierer, aber ich habe kein Gold für das. Jetzt habe ich das ganze Gold ausgegeben. Ich habe die nicht, die Waffe. Das ist die letzte Aufwand, die ich bekomme. Wie komme ich an die ran? Ja, jetzt kostet das 20.000. Jetzt bin ich wieder an der Grenze. Also ich habe jetzt... Oh Mann. Ich hatte vorhin 300 oder 400k, jetzt habe ich nichts mehr wieder. Jetzt muss ich wieder irgendwas machen. Uff, Leute, uff. Hier. Bei welchem Stützpunkt ist das jetzt? Nee, ich farm doch keine Fische. Nur das ist doch dein Job. Das ist bei dem Stützpunkt hier, Rotfrau 42, okay? Ich möchte dir doch nicht den Job... Dann mache ich das besser als du und dann weinst du. Kasu, wo hast du die denn her? Die Waffe. Ist das eine Durchbruchrüstung? Das wäre halt Ultra. Stell dir vor, ich angel einfach Ultra. Und du hast dann gar keine Chance mehr? Dann verlierst du deinen Job. Ich lass das schon dich machen. So, dann gehen wir mal wieder auf die Zyklon-Skillung hier. Jetzt hat das Cooldown, oder was? Für Ehrenmagen kann man Kisten für PvP kaufen. Okay, ich habe jetzt 8 Punkte. Irgendeinen 8er kann ich nur reinbuttern hier. Das ist noch ein 8er, den ich brauche. Kann man machen hier, wenn ich schon die Punkte habe. Tauschen. Ehrenmarken, sagst du? Hier. Wo den? Ehrenmarkentausch. Seite 2 bis 4. Achso, ich habe an der Kiste gesucht. Okay, das ist so ganz nett. Das ist dann bestimmt nicht schlecht, ja. Jetzt machen wir mal ein bisschen PvE mit dem Kranz. Gold, wie lange hält der? 2 Tage. 2 Tage. Golderwerb. Der lohnt sich hier nicht. Muss ich im anderen Golddienst da machen. Kranz? So, 30 Minuten jetzt. Ich brauche eine Brust mit gelber Nebenhand. Oder ich brauche ein bisschen Gold, damit ich das anders hochwerten kann. Wenn ich das Luminus auf Stufe 5 hätte, wären die Probleme gelöst. Zumindest ein Teil der Probleme. Ja, das sind halt, ist halt spezielles Gear. Nur Brust. Das ist ja auch okay. Ist sogar besser als Call for Random. Ich muss sagen, PvP hat mir gerade schon gefallen. Also das 1 gegen 1 war schon geil. Das war schon nice. Vorsicht. Willst du mir deinen Geistdienst ja zeigen? Mit Grinding hier. Also ich mache eh meine PvE-Quest, meine Ladies. Und dann zeige ich mal her da, junge Dame. Was ist das? Nochmal. Kann man da auch mitgehen oder so? Oder ist das nur so? Und wo ist dein anderes Ding? Hast du diese komische Schuhe schon geholt, wo du gehst, du slidest? Irgendwas wolltest du noch holen, oder? Der Zombie ist irgendwie schon. Ja, so kann ich mich nicht vorstellen hier. So voll besoffen hier. Der Brennstoff, wie er lebt und lebt hier. Halbes Real Life. Nice. Schön. Voll im Halloween-Fieber. Na, weiter geht's. Hab noch ein bisschen Zeit hier. 27 Minuten. Hast du richtig gegönnt hier, krass. Wie hast du reingesteckt, okay? Das ist schon nicht wenig. Aber gestern gesehen, dass das eine Spiel bei Ubisoft von das günstigste 60 und das teuerste 120. Imagine, 120 Euro für ein Computerspiel. Wollte ich eigentlich auch zocken, aber dann hole ich mir dieses Ubisoft-Dings, dieses Abo-Teil da. Da kann man das eh zocken. Für Microsoft Game Pass. Da ist so viel drin, das ist der Wahnsinn. Riders of Republic. Das ist right, genau. Ist gestern rausgekommen, nee, heute rausgekommen von Ubisoft. 120, ja, die Ultimate Edition. Nur die normale 60, die Special, was weiß ich, 90 und die Top-One Edition in 120. Aber wenn du so ein komisches Abo abschließt, wie bei Xbox Game Pass, hast du nur 15 und kannst halt einen Monat spielen. Ja, das ist auch krass, oder? Aber da hast du halt keine Chance, irgendwie ein Abo zu machen. Du musst das halt vollständig zahlen. Wobei, ich überleg, ich hab doch letztens angerufen bei PlayStation. Ich hab noch Guthaben, ich hab was zurückbekommen. Was zurückgegeben. Und vielleicht, kann man das Ubisoft-Ding auch bei PlayStation machen? Geht das? Also EA Play geht ja bei PlayStation, aber Ubisoft-Dingsbums? Da hätte ich schon Bock drauf, ohne Scheiß, weil das ist echt lustiges Spiel. Also mal nur ein Stündchen oder zwei am Tag mal gönnen. Man, wir spielen ja eh hier viel. Das ist halt echt cool. Da kann ich dann machen welche Parcours, basteln sie und ich fahre sie ab. Mit Skier, mit Düsen, also Düsen am Rücken, mit Wingsuit, mit Mountainbike, mit Snowboard. Voll geil, sowas wie Mario Maker, nur mit den Fahrzeugen, die ich eben genannt habe. Okay, das wäre halt Ultra. Aber da hätte ich halt noch Guthaben. Ich hatte mir letztens angerufen, weil ich wollte was zurückgeben und
Hat's geklappt. Voll geil. War ganz nett, war ganz nett. Wie sie am Telefon den Namen verlangt hat, also den Accountnamen. Ich hab halt G-A, ich hab's dann buchstabiert. Ich hab's dann buchstabiert, ich hab nicht Gags gesagt. Ich hab halt G-A-X gesagt. Aber ich musste auch nicht TV sagen, weil mein Account heißt noch Gags1980 bei Xbox. So, Marktplatz. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen Kohle reinkriegen hier. Zack, Max. Zack. Ich finde das cool hier mit der Kohle so verdienen. Das ist ganz entspannt. Solange es die Leute kaufen, ist alles gut. Wieso hat denn das die Rüstung eigentlich geleuchtet gerade bei dem Ding? Hier, siehst du, geht doch gar nicht. Jetzt probiere ich das mal, was ich vorher machen wollte. Den Dreier aufwerten mit dem blauen. Ist nicht das. Den Dreier aufwerten mit dem blauen. 20k. Hab's. Schön, jetzt kann ich die Rüstung eigentlich tauschen. Warte, wo ist denn das? Ich kann jetzt einen Dreier von der Hose rausnehmen und tue einen Vierer hier rein. Und hab jetzt die Punkte für... Kann ich jetzt... Habe ich jetzt 4 im Plus? 4 im Plus, aber ich kann noch den Dreier aus der Brust rausnehmen. Hätte ich gar nicht machen müssen vorher. Warte. Ich kann noch die aus der Brust rausnehmen. Und woanders hin tun. Vierer raus. Dreier raus. Vierer rein. Lila raus. Brust tauschen. Punkte bleiben. Weil ich tue jetzt hier das rein. Jetzt muss ich ja einfach nur schauen, was die Brust für Blödsinn hat. Die hat das hier und die hat, was ist das? Das hier? Nee. Das? So, nee, was ist das? Ich hab so ein Teil gar nicht. Zeige ich dir gleich, warum ich aufs Schicksal gehe. Ich brauche ein Dreier, das da. Gibt's hier so eine Kiste? Wie, warte. Die kannst du nicht zu 4 machen. Doch, die schon. Die schon. Nur die vom Konto nicht. Die sind richtig. Ich brauche ja auch ein Dreier. Du kannst nur die nicht zu 4 machen, die da Konto steht, ja. Genau. Deswegen muss ich die langsam alle austauschen. So, jetzt hätte ich das bisschen bessere Rüstung, nicht viel. Ich von hier, das war jetzt hier 388, jetzt habe ich ja 396. Ich gehe auf Schicksal wegen dem hier. Erhöht die Runenattributspunkte jeder Farbe um 9. Wenn ich hier auf 33 komme, habe ich hier überall 9 geschenkt. Also muss ich hier nur ein rotes, habe ich schon 12. Also überall habe ich halt schon automatisch 9. Trifft ein von einem Bodenziel angegriffenes Ziel mit Blitzen. Okay. Gewährt bei dir bei drei Zielfertigkeitstreffern einen Aufladeeffekt. Während die Aufladung aktiv ist, feuerst du einmal einen zusätzlichen Gewitter-Tornado-Projektil ab, das ein Ziel 4 Sekunden lang verfolgt. Gewitter-Tornado, gut. Verursacht 5 Sekunden lang einen Stapel-Explosionseffekt, wenn einem Zielschaden über Zeit zugefügt wird. Bei einem Bodenhieb Treffer aktivierst du um dich herum 3 Sekunden lang seismische Wellen. Das klingt gut. Haben anscheinend alle anderen auch. So, jetzt habe ich aber auch hier, minus 1. Nein! F. Nehme ich das hier raus. Pech. Wo ist das? Habe ich gar nicht drin, lol. Dann halt minus 1. Schade. Ich könnte das alles machen, wenn ich die blöden Luminous-Dinger da höher hätte. Schade, schade. Besiege 30 Dessert-Dings da. Moin, Branks, was geht? Also damit ich bei den anderen überall 9 kriege, gehe ich auf Schicksal 33. Das so habe ich jetzt, fange ich erstmal an. Und dann möchte ich, wenn ich dann 9 habe, bei anderen mindestens einen Dreier reintun, habe ich 12, dann habe ich bei allen mindestens 3 Fähigkeiten. Ihr habt jetzt endlich wieder Home und Chillen bei dir. Viele Sachen im Spiel heute gemacht, bis jetzt sogar PvP gemacht. Und jetzt fange ich endlich mit PvE an. Ich habe meine Luminous hier abgegradet auf Stufe 4, ich wollte auf 5. Ich konnte durch PvP 2 Luminous holen. Hat aber nicht gereicht, das ist, was ich vorhatte. Ja, und es gab halt endlich... Oh, weg! Es gab heute endlich viele Sachen aus dem Web-Inventory. Musst du mal schauen, wenn du einloggst. Du musst halt schauen, was du brauchst. Was für deine Klasse richtig ist. Ich habe zum Beispiel das mit Schicksalsding, dass ich diese Schicksalspunkte habe. Wenn das Luminous oben ist, muss ich die Schicksalspunkte nicht mehr per Steine vergeben. Ob du das jetzt auch willst, weiß ich ja nicht. Also ich kriege mit dem Luminous, wenn es oben ist, kriege ich glaube ich nochmal 15 Punkte. Oder was haben wir gesagt? 15? Und dann habe ich jetzt hier schon mal, oder 11 oder 10, habe ich hier schon mal ein bisschen mehr. Ich kriege jetzt schon 7, schau. Ich kriege jetzt schon 7 Punkte hier, da. Schicksalspunkte 7. Das PvP im Dreier, gnadenlos verloren. 9 von 10 Matches verloren. Gar keine Chance. Weil einfach immer auf 2 oder 3 getroffen, Slayer getroffen, ne? Slayer, Schurke, gar keine Chance. 1 gegen 1, 2 gespielt. Habe ich dann gewonnen zweimal.
Aber bei 1 gegen 1 kriegst du keine Punkte. Du bist gezwungen, 3 gegen 3 oder 2 gegen 2 zu spielen. Also, keine Ahnung, ich habe halt lange gebraucht, um 3 oder 4 Sieger zu haben. Gestern schon probiert, Sieger zu bekommen, keine Chance. Heute mal ein bisschen länger mich hingesetzt. Nochmal ein Video geschaut, wie ich am besten spielen soll, ein bisschen probiert, aber im 3 gegen 3 ist so viel Chaos, dass du gar keine Chance hast. Also ich habe das gelbe Luminus da mit der komischen Krone, diese Kronendinger habe ich mir geholt. Vielleicht beides, aber Spezi, gegen Slayer und Schurke komme ich nicht an. Zu krasse Fähigkeiten, zu OP einfach. Die haben so viele Range-Attacks und ich muss immer hinkommen und bin dann tot. Du hast nicht gesehen, wie viele roten Flächen da sind. Ich kann dir das mal aufmalen. Hallo Windows. Hier, der kleine Punkt bin ich und die machen immer so fette AOE-Flächen. Dann springe ich hier raus, dann kommt nochmal dieser Kreis um mich herum. Dann bewege ich mich hierher, dann kommt nochmal dieser Kreis um mich herum. So viele rote Kreise um mich herum. Überall kassiere ich Schaden, habe gar keine Chance. 1 gegen 1 wird irgendwie klar gehen, aber dann 2 gegen 1 oder 3 gegen 1 ist zu schwer. Ist nicht ausgeglichen, ne? Als ob die irgendwas ausgleichen würden. Nee, es ist halt einfach das Gear, was du hast und fertig. Imagine, ausgeglichen. Ich denke da eher, du kommst nicht rein. Du kommst nicht rein hier. Es wäre fair. Hast du schon jemals irgendwie so ein wirkliches Spiel gesehen, was fair ist? Imagine, fair. Ja, ist aber hier in der Arena auch so. Also aber echt so mit den Flächen. Ich übertreibe dann. Ich habe das ja gesehen. Wenn da zwei Slayer und, oder zwei, ein Schurke und Slayer auf mir ist, habe ich keine Chance. Zu viele Flächen einfach. Glaube ich, ändere noch die Taste. E, oder? Ja, endlich gleich. Ja, in der Open World fresst nämlich auch, klar. Ein Tank im PvP soll interrupten, stunnen und CC'en, damit die anderen Schaden machen können. Das ist meine Aufgabe im PvP, in dem Spiel. Nee, auch Arena in 3 Tagen habe ich mein Kumpel 2 Siege, nur das gegen Gleichwertige, gegen gleiche Gegner. Ja, und dann kommt es dann auf die Klasse drauf an. Ihr habt ja gesehen, wie viel Schaden Slayer macht. Ihr habt ja gesehen, wie viel der macht. Schon allein, dass hier geschrieben wurde, dass... Ich habe ja gestern getestet. 60 Minuten, 14,4% in diesem einen Portal. Als Warlord. Und das Slayer macht 30% in einer halben Stunde. Ich mache 14,4 in einer Stunde. Jedes Ding. Okay. Kommt aber oft vor, dieser Scheiß hier. Das ist ja mein Effekt, ich weiß nicht. Aber ich muss gar nichts mehr machen. Aber seht ihr das, wie schnell die Zeit vergeht, wenn ihr im Kranz habt? Nur noch 8 Minuten. Als ob schon wieder 30 Minuten vergangen wären jetzt. Also immer noch ein Drittel deines Alters, Spezi, oder? Wenn nicht ein Viertel. Ich möchte eine Hexe haben. Die kennt ja das auch noch. Wenn du die endlose Mission abbrichst, wird die Quest Vorbereitung zum Überqueren des Walls automatisch beendet. Wie, ist es eine endlose Quest? Heute gab es ein paar Submariners. Heute ist 30 Tage. 30 Tage Party. 30 Tage Gags nonstop. Beschallung von mir. Hab's rausgehauen, wir haben schon Rätsel gemacht. 30 Tage Party hatten wir schon. Oder haben wir immer noch. 3 Subs habe ich auch verschenkt, so mit Rätseln. Aber mehr geht jetzt nicht. Das weiß ich nicht, Brennstoff. Das steht, je nachdem, wie es mir geht, was passiert, wie das Real Life ausschaut. Da gucken wir mal. Kein fixer Plan. Du musst das E-Tipper-Tete machen. Kann ich das schicken, ja? Da habe ich von Northgard bekommen, so eine Page. Muss ich nur, wie viele Minuten habe ich noch? 6 Minuten, nur schnell sein hier. Nein, da. Schau mal, ob das müsste sein, sowas, was du willst. Welche zu deiner Klasse und so passt, glaube ich. Da sind ja schon wieder welche zurückgegangen hier. So ein Schmarrn. Und sonst spielt sie alles fit bei dir? Was geht? Wie geht's in der Orbit? Eine endlose Mission? Das war ganz wild. Klingt ein bisschen wild, was ich umgeskillt habe. Aber was heißt endlose Mission? Ist endlos endlos? Komm jetzt, hört ihr nie auf oder was? Also, nein, endlos ist ja schon klar, was das heißt, aber hört ihr echt nicht auf? Und die muss ich abbrechen, damit die nächste Mission kommt oder was? Da steht doch da, wie viel. Achso, das ist so eine Art Bewertung, glaube ich. Bewertung der Zeit oder so. Die kannst du ja auch so ran. Kann auch noch nicht teilen. Steht das nichts da? Ist nichts Offensichtliches jetzt. Ich kann ja nicht mal coolen hier irgendwas. Das ist halt alles zu weit weg hier. Ich höre einfach drauf und warte bis es irgendwann aufhört. Charles und Anthony, sagst du hier? Magie? Okay. Beste. Der Hunter hat doch Auto. Da kann sein Pad hinschicken. So, schau mal, geschafft hier. 60.000. 300.000. Boah. 300.000 EP bekommen eben. Was habe ich denn getan? 300.000 EP. Das ist doch eine Menge, oder? Krasse Scheiße, Alter. Mal schicke, was läuft? Wir sind schon wieder lange dabei. Heute Nacht gab es Pause zwischen 2 und 6 Uhr. Das war's. 2 ins Bett, 6 Uhr Start. Let's go. Was gegessen, viel hier gelesen, viel rumgemacht, PvP gemacht und jetzt PvE. Sehr geil. Ja, weil du immer zur gleichen Zeit schaust, klar. Heute wir feiern 30 Tage. 30 Tage Gags nonstop live hier. Es war nicht aber jetzt ist es nun mal soweit. 30 Tage Gags on Air. Hab mich einfach an der Backe gehabt und ich euch. Passt schon. 10 Sekunden haben wir noch. Einfach 30 Tage Party.
Hat schon viel gemacht. Rätsel gehabt. Saftverschenkungen. War geil. Ehre. Super Support war da. War okay, schicki, 3 Bosse. Beim zweiten 40 Minuten leider gebraucht. Zu lange. Dritten ekelhaft gekillt. Wegen Fragmenten, aber ist okay. Vierten bisschen probiert. Und jede Person einzeln gefragt, ob sie heute da ist. Also müssten wir heute mit dem gleichen Team wie gestern weitermachen können. Das erste Mal in der World of Warcraft Geschichte wäre es das. Ja, das erste Mal. Heaven, danke dir. Ach so, weil deswegen bist du hier kaum gewesen. Spannung ist da. Hab mich gewundert. Ich bin halt zwischen 8 und 19 Uhr und 23, 24 und wow. Danach, davor, ja, Alien halt. Riders of Republic wollte ich mir auch irgendwie anschaffen, aber billigste Version 60, teuerste 120, aber mit dem Ubisoft-Abo-System sowie Xbox Game Pass würde das ja auch gehen. Dann hast du sogar Far Cry 6 und Riders Republic für 30 Tage. Bei Non-Horde, schäm dich, Wizard. Ja, es geht halt darum, dass ich halt keine 60 zahle, ne? Ich kann gar nichts von beiden normalerweise zahlen, aber lieber 15 anstatt 60 oder 120, ne? Weißt du? Das geringere übernehmen. Und dann schwierig ist halt einen Monat und gut ist. So ein paar Stunden immer. War schon cool. Letztes Mal, mir ging es auch nur so dreckig, Schicki. Das ging mir so dreckig in den Tag, als wir gespielt haben. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, es war echt so schlimm. Ich hab's gar nicht genießen können. Ich hab mich so schlecht gefühlt. Freitag HC und Samstag mythisch. Sonntag gibt's kein Raid. Jetzt hab ich überlegt, bis ich dafür den PC noch irgendwas da rein investiere, hab ich ja auch das Guthaben letztes Mal auf, habt ihr durch den Telefonanruf Guthaben zurückbekommen. Bei PlayStation. Und da habe ich ein bisschen noch was. Vielleicht gibt es da auch so ein Ubisoft-Dings da. Also Samstag oder Freitag? Samstag, oder? Okay. Ja, wunderbar. Oh nee, nicht mit deinem Hunter. Das ist. Wieso quälst du mich da? Failing me. Ja, weil er die richtige Ding ist hier. Richtige Pakt. Der richtige Pakt. Mit. Ja, und das ist halt kacke. Also das ist halt wichtig. Das ist halt komisch. Und ich bin mir sicher, du weißt noch ein paar Fähigkeiten nicht hier. Und es sind noch andere im Raid, die das nicht wissen. Aber das hier ist ultra cool, was ich hier mache. Bisschen PvP, Arena, bisschen Farmen, Dungeons, Portale. Alles PvE eigentlich. Also mit Arena ist... Das sind Dailies, die ich gerade mache. Ich bin eigentlich mit PvP der Woche durch, hab die Weeklies gemacht und passt. Das sind einfach nur Dailies hier. Mach meine 10, 11 Dailies am Tag, je nachdem, was für Questbriefe ich habe. Dann mache ich meine 4 Dungeons, mach meine mehrere Portale, meine Verliese. Also ich mache halt 90% PvE und 10% PvP. Grinden habe ich auch schon ein bisschen gemacht heute. Aber nur um meinen neuen Skin hier zu testen, aber ich mache hauptsächlich automatisch Punkte. Dann habe ich mein Gear noch verbessert, hab die Runensteine umgeschmiedet. Sehr geil. Ultra. Einfach questen hier. Ja, das sind Dailies gerade. Ultra cool. Tu meine Skillung mal wieder anpassen, verändern, kontrollieren. So geil wie du hier questen kannst, kannst du leider in WoW nicht, weil sie das alles immer noch altmodisch lassen. Also hier ist halt Questen cool. Das Autorun, das Hingehen, das Ganze. Questen hat modern aufgebaut. Aber macht schon nicht. WoW queste ich halt nur zum Endlevel und bin fertig. Mach da keine Dailies oder so. Deswegen, ich habe gestern noch mal eine kleine Rede gehalten im Raid, was WoW und Zukunft und generell so angeht. Dass sie den Stock halt aus dem Arsch ziehen müssen. Das Ganze, diese Vorzeigefirma, dass alles so klassisch ist und gut ist, sind sie schon lange nicht mehr. Schon seit Legion nicht mehr. Sie müssen viele Sachen ändern. Den Mythic-Lock rausnehmen, Crosslink sofort reinmachen. Viele Sachen müssen sie einfach modernisieren, damit es weiterhin lukrativ sein soll für die Leute. Weil was ich jetzt in den letzten Tagen schicke bei den Spielen gesehen habe, wie anders die sind, ich sag mal einfach moderner. Hätte ich nicht gedacht. Dass so simple kleine Ideen oder Mechaniken einfach das Ganze ein bisschen entspannter angehen. Ja, kann man das ganz entspannt angehen. Natürlich machen die ja auch viel anders oder viel falsch, aber macht ja nichts. Was? Ascension? Was ist das? Bei Alien oder was? Ist das der Raid, der rauskommt oder wie? Ich weiß nicht, so ein Private Server. Keine Ahnung. Ich habe noch nie irgendwas mit einem Private Server zu tun gehabt. War viel zu sehr mit meinem Live beschäftigt. Hatte ich nie so das Verlangen oder das Bedürfnis dazu. Ich feiere zwar einigen alten Content, aber ich finde es auch gut, wenn neue Sachen kommen. Ja, das Ding. Das geile Schicke, du kannst von überall aufs Aktionshaus zugreifen. Egal wo du bist, Aktionshaus, go. Hier so Aktionshaus reinsetzen. Wieso meine Klingel hier? Hallo. Ist schon cool. Und das aktive Kampfsystem ist einfach Gaudi. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so Street Fighter, weißt du? Du musst halt aktiv kämpfen. Es ist so halt richtig cool. Immer gesagt, ich wünsche mir so einen Street Fighter. Mit Ken und Ryu und Shoryuken. Diese Sachen mit diesem komischen Tempel sind eigentlich unter Schlachtfelder aufgelistet. Hier, wenn du hier gehst. Achso, nee, falsch, hier ist Arena. Das ist ein Schlachtfeld. Aber hier ist es auch 6 Spieler. 6 Spieler. 6 Spieler. Es sind halt
kleine Schlachtfelder. Ich weiß nicht genau. Arena, Kapitänschlacht, auch 6 Spieler. Das ist das, was ich sehe. So instanzierte Dinge. Mit 6 Spielern. Mehr habe ich nicht gesehen bis jetzt. Ja, genau, das habe ich auch gehört. Das ist das größte Schlachtenspiel. Moin. Wie kommst du drauf? Wegen dem Down sind Counts? Moin. Sonst könnte ich gerade nicht spielen. Ich bin auf dem EU-Server. Ich weiß schon, was du meinst. Normale Schlachtfelder mit Flaggen einsammeln oder Gebiete einnehmen und so. Sonst könnte ich nicht spielen hier. So, freu dich doch. Kannst du zocken? Ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe keinen Bock auf 200 gegen 200. Mir reicht es schon 3 gegen 3, dass 3 Leute auf mir gleichzeitig sind. Imagine, das sind dann 100 auf mir gleichzeitig. Ich glaube, so ein Schlachtgemenge 3. Also das ist nicht für mich. Lieber so kleiner, gemütlicher. 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder so. Nur, aber von mir aus so 10 gegen 10, aber 200 gegen 200. Ja genau, reinspringen, gehen und sterben. Toll. Ich mag es halt dann schon so ein bisschen kontrollierter. So. Schon cool. Ich habe auch schon meine Blumenbeete gepflanzt hier, Schicki. Ich habe mein Haus ausgebaut. Ich habe meinen Speicher. Das ist die Bank. Ich habe mein Skin neu gemacht. Skin habe ich geschenkt bekommen. Ich habe kleine Flügelchen gekauft. Habe jetzt einen attraktiven Char. Macht es noch mehr Spaß, das Spiel. Ich möchte mal zeigen, wenn du möchtest. Meine kleine jetzt. Da. Hier. Schöne Hüfte. Die Flügel sind nur als Alibi, denn das ist die einzige Möglichkeit erstmal, dass du keinen Rücken hast, keinen Umhang. Da musste ich irgendwas Kleines auf dem Rücken tun. So, ich habe jetzt keinen Ton mehr im Spiel. Was habe ich gedrückt? Ich habe Minus gedrückt. Ton ist aus. Ich habe... Ach so, warte hier. Ganze PC ist Ton aus hier. Logitech-Taste da oben über dem Minus. Im Chat stand dann Offi 5K 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hat Netflix? Okay.